Moin, ihr Füchse da draußen, willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin der Blaufuchs und begrüße wieder recht herzlich zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir haben im letzten Part ein bisschen eine kleine Hasenjagd-Challenge gegen Hans hier durchgeführt. Und ich habe definitiv herausgefunden, dass ich dieses Spiel als Jäger durchspielen muss. Anders geht das ja gar nicht mehr. Wir haben so ein bisschen, ja, ich würde schon sagen, geowned. Ne? Ich glaube, 4 Hasen und ein Hirsch. Das ist schon eine gute Bilanz. Es könnten auch nur 3 Hasen gewesen sein, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich glaube, es waren 4. Egal, waren genug. Jetzt gucken wir mal, was Hans dazu sagt. Ja, ich sag dir das jetzt. Pass mal auf, du. Wie war die Jagd, Herr? Bei mir lief es ganz gut. Sieh her. Zeig her. Nicht schlecht. Eigentlich ziemlich gut für einen gewöhnlichen Schmied. Sollte es nicht ein Preis für den Sieger geben? Jesus, welch Anmaßung. Ein Diener mit seinen Herren um Geld. Aber ich lasse mir nicht nachsagen, ich wäre ein Geizkragen. Also gut. Dein Diener dankt dir von Herzen, mein Herr. Es ist schon spät. Ich glaube, wir hatten genug Spaß für heute. Okay, gehen wir jetzt wieder zurück, ist oder? Ist das dein Ernst? Was denn? Ich hab doch gar nichts gemacht. Heinrich, mir nach. Wir gehen auf die Jagd. Schon wieder? Ich bin etwas verwirrt. Ich hoffe, jetzt kommt nichts Schlimmes, weil wir sind immer noch überladen. Wir müssen die Scheiße gleich verkaufen. Gehst du jetzt wieder schön mit dem Pferd und ich darf jetzt voll beladen mit 4 Tonnen Fleisch zurück. Oh, wie das Pferd sieht etwas unglücklich aus. Na, dann mal los. Du, ich kann nicht so schnell wie du. Scheiße. Ich bin überladen. Oh, kacke, wir müssen uns überladen. Das bringt nichts. Heißt, wir müssen ein bisschen von diesem Hasenfleisch, das auch schon echt nicht mehr so gut aussieht. Ne, eher... Was haben wir denn noch? Was wiegt denn viel Gewicht? Kohl. Der ist eh eklig. Fallen lassen. Dann haben wir den Meerrettich. Fallen lassen. Fallen lassen. Ruhig alle beide. Die Zwiebeln auch. Hilft aber nicht so viel. Wildbret. Das wiegt richtig viel. Lassen wir mal 30 davon... 20... Ach Gott, ich bin zu doof. So. Reicht noch nicht. Noch mehr. Oh, ich habe so viel von dem Wildbret fallen lassen. Scheiße. Ja, nochmal 10, ne? Ja, kacke. Ärgerlich, aber hilft nichts. Oh, wo ist der hin? Ist der jetzt weitergeritten, während ich im Inventar war? Kacke. Och nee, du. Oh, er ist zum Glück nicht ganz so schnell. Junge, du wartest auch nicht auf deinen Schmied, ne? Ist ja auch scheißegal. Oh. Oh Gott, ich musste noch ein bisschen Fleisch wegwerfen. Deine Hunde hätten das ja aufessen können. Wäre ja eigentlich ganz schlau gewesen, ne? Nicht so eine Verschwendung, aber... Naja. Hier fehlt's auch nichts. Also, wenn wir Geld brauchen, wir gehen in den Wald und ich gehe jagen. Ohne Spaß. 2-3 Tage jagen, haben wir, glaube ich, genug Fleisch gesammelt, um zu ordentlichen Obolus dazu zu verdienen. Wo rennst du denn jetzt hin? Er will uns bestimmt irgendeinen geheimen, besonderen Ort zeigen, den wir auch schon gefunden hatten. Da ist noch ein Hase her. Wir könnten ihn eben noch erlegen. Okay, es sind offensichtlich nicht seine Hunde, die hier bellen. Ich dachte mal, es wäre seine, aber es sind random Background-Geräusche. Random Background-Noises. Du, wir wandern durch den Wald und ich habe kein Pferd, so eine Scheiße. Kriege ich nächstes Mal vielleicht auch ein Pferd, ich war doch immerhin gar nicht so schlecht. Und 100 Groschen, die können wir erstmal versaufen in der Kneipe. Ich finde, nach so einer erfolgreichen Jagd sollte man auch was trinken. Guck mal da. Die rennt direkt auf uns zu. Es kommt direkt auf uns zu. Oh, okay. Er steigt wieder ab. Was machen wir hier? Sieh her, eine Sohle. Sie wurde erst kürzlich angelegt. Irgendwo in der Nähe müssen Wildschweine sein. Also, wie letztes Mal. Langsam und leise. Egal, was du tust, verstanden? Wir werden von diesem Hügel aus nach ihnen Ausschau halten. Ich folge dir in aller Ruhe und wir werden... Gemeinsam folge Herrn Hans. Wahrscheinlich wird er gleich verletzt oder irgend sowas.
There we go. Willst du ihn mit einem Pfeil erlegen? Ja, gewiss. Warum denn auch nicht? So wirst du ihn niemals töten. Wildschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Meisterjäger geworden, ja? Sieh zu und lerne. Scheiße. Oh ja, yeah, siehst du? Verdammt, bin ich gut. Schnauze. Tja, wenn du mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte keinen Keiler mit einem Pfeil erlegen, solltest du... Na, passt! Aufs Pferd, Heinrich! Diese Schweine entkommt uns nicht! Okay. Das war eine lustige Jagd. Jetzt bin ich jetzt mit ihm geritten oder renne ich ihm jetzt hinterher? Oh je. Hallo, na? Bring das Wildschwein zur Strecke. Ich soll das machen? Wie das denn? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Also, jetzt bin ich etwas verwirrt. Er ist ohne mich losgeritten. Ich hätte das Wildschwein zur Strecke bringen sollen und die Mission ist fehlgeschlagen. Das finde ich schon mal gut. Jetzt suchen wir erstmal Herrn Hans. Ich hatte ja keine Chance, dass die Mission nicht fehlschlägt. Na, dann suchen wir ihn mal. Oh, ich habe Hunger. Zum Glück habe ich noch was zu essen. Gib mir Dörrfleisch, dann hält das länger. Essen. Jetzt müssen wir ihn erstmal finden. Ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Hier sehe ich nur Rehe rumeiern. Ja, wo wird er denn jetzt wohl sein? Hört ihn irgendwo? Herrn Hans? Sind Sie hier irgendwo? Herrn Hans? Ja. Man weiß nicht so genau, wo er ist, ne? Hier rennt man einfach ein bisschen rum. Wie groß ist denn das Suchgebiet? Ja, nicht gerade klein, ne? Scheiße. Gehen wir mal in die Richtung erstmal so. Da sehe ich doch schon mal irgendwas. Ein Lager. Das kann gut sein. Finde Herrn Hans. Ich habe ihn gefunden. Hey, Michinaso. Scheiße. Gestern habe ich deine Mutter gefickt, Heide. Scheiße, ich speichere mal eben erstmal. Okay, das musste, glaube ich, so laufen. Michinaso. Ich glaube, er kann uns sehen. Wartet nur, ihr Eselsärsche. Hey, geh mal los. Oh, ich zeige es. Ich mache ihn mal los. Dann können wir gemeinsam kämpfen. Das ist, glaube ich, schlauer als alleine. Folge Herrn Hans. Okay, was machen wir nun? Hoffentlich nicht prügeln. Erstmal lädt das Ganze, dann kann ich derweil noch einen Schluck Wasser trinken. Kommt da noch was? Passiert da noch was? Passiert nichts mehr? Boah, 10 Minuten noch, ne? Also, da ist noch ein bisschen Zeit, Spiel. Komm schon. Du lädst doch jetzt noch, oder nicht? Du musst doch jetzt noch ein bisschen laden für mich. Boah, ich weiß nicht. Es ist sich noch nicht so ganz sicher, ob es laden möchte oder nicht. Nein. Also, ich bin etwas in Sorge. Ob da jetzt noch was passiert? Passiert da jetzt noch was oder passiert da jetzt nichts mehr? Das wäre ein bisschen ärgerlich, wenn nicht.
Ich warte jetzt mal noch ein bisschen, aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, da passiert nichts mehr. Und sonst so, wie geht's euch? Schreibt es mal in die Kommentare, alles gut bei euch? Ist auch noch so kacke kalt? Es war ja schon wieder so, wettermäßig wurde schon wieder besser. Wir hatten schon positive Temperaturen, so angenehme 12 Grad. Konnte man schon wieder Sport machen draußen. Man ist nicht abgefroren. Und jetzt, nachdem ich dann einmal schön Sport draußen gemacht habe, zack, wird's wieder kalt. Na, also ich habe das Gefühl, da passiert nichts mehr. Ich mache mal jetzt eben ganz kurze hier einen Break. Und wenn wir den Break gemacht haben, dann versuchen wir gleich, das einfach nochmal zu laden. Vielleicht haben wir Glück. Hoffentlich haben wir Glück. Bis gleich, Leute. So, da sind wir wieder. Ein paar Sekunden zurück. Ich versuche jetzt nochmal Hans zu befreien. Gucken wir mal. Ob es diesmal klappt oder ob es wieder nicht weitergeht. Er sieht ein bisschen verletzt aus. Sein Bein ist so am Bluten. Wegrennen! Ich folge mal Herrn Hans. Einfach weg. Ich glaube, gegen sie. Ja, ja. Was ist denn? Ja, nix. Wir werden halt verfolgt von so einem Mann mit seinem Schwert, der nicht aufhört, uns zu verfolgen. Oh, Scheiße. Alter, ich hab nur so einen Knüppelmann. Herrn Hans, was ist denn jetzt los? Ja, willst du mich verarschen? Warum rennst du denn jetzt nicht weiter weg? Digga, ohne Spaß. Jetzt rennt er weiter. Oh, ich fass es nicht. Okay, Herr Hans rennt wieder. Wir rennen auch wieder. Scheißdreck. Oh nein, unser Ausdauer ist ein bisschen im Arsch. Oh, und rennen. Wuhu, was eine Scheiße. Oh, das ist wieder die beste Flucht, die ich jemals gesehen habe. Renn mal weg. Oh, erstmal kurz Pause. Du rennst jetzt mal schön weiter, Digga. Ich bleib hier nicht stehen. Ohne Spaß. Ich habe volle Kanne einen raufgekriegt wegen dir. Ah, er entscheidet sich jetzt doch wieder zu rennen. Wo ist denn dein Pferd? Haben die das gegessen oder was? Oh, jetzt wird Gas gegeben. Jetzt wird aber Gas gegeben hier. Jetzt rennen wir. Jetzt wird gerannt. Oh, mein Glas. Scheiße. Hans, jetzt. Ohne Spaß. Renn doch weiter. Was war das? Er rennt weiter, er rennt weiter, wir rennen auch weiter. Hans kann sich nicht entscheiden, ob er. Oh! Oh, Digga, ohne Spaß. Lass mich weg. Ich will doch nur. Oh, ich will doch nur weg. Scheiße, 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 scheiße. Was ist jetzt los? Ich laufe durchs Gebüsch. Oh nein. Kacke, wir sind so im Arsch. Wo ist Hans? Oh, Misty, scheiße, Kacki. Oh, lass mich in Frieden, Digga. Wo ist Hans? Wo ist Hans? Wo ist Hans? Oh, Mann, ey. Ich weiß nicht, ob das so laufen soll oder ob hier was. Oh, wow, 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 wow. Geh weg. Oh, nein. Hör auf, ihn anzuvisieren. Du musst weg. Oh, Digga, ohne Spaß. Hör auf, ihn anzuvisieren. Renn weg. Ich kann ihn nicht. Ich kann ihn nicht. Los, ich kann mich nicht loslösen. Mach das weg. Wie habe ich mich denn mit ihm hier so verbündet? Ich will weg. Oh, Alter, ohne Spaß. Ja, so ist gut. Und jetzt weg. Jetzt geht's weg. Scheißdreck, Alter, Mann. Oh, was tust du? Warum? Keine Ahnung, was er ja auch immer gesagt hat, aber ich habe echt das Gefühl, es soll so nicht laufen. Hans ist, glaube ich, in die falsche Richtung gelaufen und jetzt war's das. Ich hoffe einfach nur, dass die KI zu doof ist, uns ewig sich zu folgen. Ist das Hans? Wir rennen einfach irgendwann rum. Moin! Siegesmunds Hunde! Was ist denn jetzt los? Okay, Hans macht Stress, irgendein Typ im Wald macht Stress. Richtig, Hans. Und jetzt renn nach Hause und nimm. Ist.
Kacke, Alter. Also hier läuft ja... Da drüben! Oh, fuck! So, Hans. Hey, ich seh nen Kuman. Warum rennst du denn auch wieder zurück in das scheiß Lager? Es ist doch nicht dein Ernst. Besser Arsch. Ich konnte mich vor keinem Lande, weil ich die Kuman sind hier. Alter, du machst mich fertig, Typ. Du machst mich einfach fertig. Jetzt ist er wieder zurück in das Lager der Kuman gerannt, ey. Ohne Spaß. Ich kämpfe nicht gegen die. Oh! Ja, nicht nur du. Ich sehe auch einen. Oh. Alarm! Siegesmunds Hunde! Oh, Alter, Digga. Jetzt renn! Scheiße! Kumanen! Wir machen das. Wir beide. Wir rennen jetzt weg. Wichtig ist, dass... Die Kumanen sind hier! So eine Scheiße. Wo rennst du denn hin? Moment. Ich muss mich um den verdrießenden Herrn kümmern. Digga? Alter, Falter. Also irgendwas, habe ich das Gefühl, läuft hier nicht so, wie es laufen soll. Vielleicht müsste ich jetzt... Ich sehe einen Kuman. Vielleicht rennt er jetzt wirklich ewig, aber ich habe gar keine Waffe. Und auch noch nicht den Skill, um gegen zwei Kumanen zu kämpfen, die voll ausgerüstet sind mit Rüstung. Das hat noch keinen Sinn. Passt auf, die Kumanen sind hier. Ich renne jetzt einfach mal weiter mit ihm mit. Wo rennen wir denn jetzt hin, wenn ich frage? Und Hunde! Au. Oh, komm schon. Ohne Spaß. Wo rennen wir hin? Da unten könnte ein Lager oder sowas sein. Das, oh, Digga, ey, ohne Spaß. Wann ist es denn jetzt mal gut mit dir? Alarm! Siegesmunds Hunde! Da ist was. Ah, wir haben einen Ort gefunden. Game over, du hast deinen Lehnsherrn im Stich gelassen. Alter, willst du mich verarschen? Ich habe ihn nicht im Stich gelassen. Och, nee. Jetzt machen wir den ganzen Scheiß nochmal, weil der Dödel in die falsche Richtung gelatscht ist. Ich kann es nicht fassen. Ich bin ein bisschen vorausgelaufen, das hat aber gereicht. Oh, nicht ohne Ernst. Okay, wir machen das alles nochmal. Guck mal, der eine schläft. Ich würde ihn ja jetzt stumpf erdolchen, wenn das gehen würde, aber es klappt nicht. Wir haben nämlich nichts zum Erdolchen. Vielleicht ist das auch nicht der richtige Weg, aber ich wüsste nicht, was wir sonst machen sollen. Wir sind nicht bewaffnet, also nicht doll genug, um gegen zwei Kumanen in Rüstung zu kämpfen. Versuchen wir nochmal die Flucht. Wenn er diesmal in die richtige Richtung rennt, läuft es ja. Lauf, 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 lauf. Du rennst doch schon wieder in die falsche Richtung, Digga. Ohne Spaß. Was ist das für ein Unsinn? Oh nee, jetzt geht das die ganze Zeit wieder los. Geh weg. Und jetzt bleibt er hier stehen. Oh Mann. Was machst du denn jetzt? Erstmal Pause machen. Ich bleib erstmal hier stehen. Und warte noch einen Moment. Und ich zirkel jetzt im Kreis um ihn. Was? Was? What the fuck ist denn nicht richtig mit dir? Ja, leg dich erstmal hin. Ist kein Problem. Zirkel dann um die zwei Kumanen rum, bis du dich entschieden hast, dich nicht mehr hinzulegen. Das ist doch nicht euer Ernst. Okay, vielleicht müssen wir doch was anderes machen. Vielleicht ist das, das kann nicht der Weg sein. Oh, ich zirkel um dich rum. Was zum Teufel ist passiert? Also irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, dass das so nicht vorgesehen ist. Hey. Ja? Was war das denn? Oh, Kacke, Alter. Das hat doch keinen Sinn. Ich habe keine Waffe außer einen Knüppel. Damit können wir gar nichts reißen. Oh, er rennt weiter, er rennt weiter. Knüppel weg und renn. Er hat bemerkt, dass es doch vielleicht besser ist, abzuhauen. Ich bin dabei. Lass uns mal gehen. Oh, der Horn kräht. Das ist doch schön. Scheiße, mitten in der Flucht. Alles klar. So, wir versuchen mal hier... Es geht nicht zu speichern. Egal, wir werden es einfach im nächsten Part nochmal von vorne versuchen. Ich glaube eh, dass das so nicht läuft.
Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst euch mal den Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder und gucken, wie wir das in irgendeiner Form überleben. Bis dahin euch, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.